Es ist ein Paket gekommen. Ich denke mal, man muss das einfach hier zerstören. Ladila. Oh, das ist aber süß. Stempelpool. Ihr persönlicher Code. Gut, das ist wohl nicht mehr mein persönlicher Code. Wenn ihr was von Stempelpool braucht, benutzt das ruhig. Ich werde wahrscheinlich nicht wieder einbauen. Oh, das ist wirklich süß. Im wahrsten Sinne des Wortes. Hier. Printergedöns. Gedönsheimer. Lass uns mal da reingucken. Ich hoffe ja mal, das ist was, ne? So ein Testkärtchen. Ah, ne. Damit kann man die Farbe ändern von dem Stempel. Von diesem Stempel. Tja, was macht der wohl für einen Abdruck, dieser Stempel? Wisst ihr was? Wir benutzen den jetzt einfach mal hier. Diesen blauen. Weiß noch gar nicht, wie es funktioniert. Moment. Irgendwas soll da rauskommen. Ja, ich mach das jetzt einfach mal kaputt hier. Ah ne, man soll da was. Kann man das dann auseinanderziehen? Man kann das dann auseinanderziehen, so. Das war nicht sehr schwer. Und dann den da rausschmeißen. Den Kollege. Toll, jetzt sind meine Finger voll Farbe. Ne, den Kollege. Aber das steht doch da drauf, oder? Diese Karte rausziehen. Das habe ich jetzt gemacht. Und was, wieso mache ich das jetzt? Ist das gut oder schlecht? Jetzt bin ich irgendwie. Okay, mal eine Bedienungsanleitung suchen. Hier steht auch das da rausziehen. Wieso soll man das da rausziehen? Das zieht man nur raus, um das Kissen zu wechseln, oder? Sonst zieht man das nicht raus, oder? Lass mich das nochmal reinbauen. Was war denn das jetzt für eine Aktion? Ich hätte es einfach benutzen sollen, so wie ich geplant hatte, ne? Einfach benutzen. So. Jetzt habe ich es wieder reingebaut. Weil das Teil, ich meine, schaut offensichtlich nicht so aus. So. Aber wieso steht das dann da drauf? Ich dachte, man muss jetzt irgendeine Sperre entfernen oder sowas. Naja. So, großes Moment. Wetten, der ist jetzt falsch rum. Er ist falsch rum. Aber, also alles in allem sind wir happy, ne? Sind wir happy? Ja. Haben wir uns gemerkt, dass es falsch rum war? Nö. Können wir die Packung stempeln? Ja, sicher können wir das. Also, so ist falsch rum, so ist er richtig rum. Dann kann ich jetzt so machen. Und dann kann ich jetzt hier oben drauf. Und dann kann ich jetzt hier dieses Plastik. Diese Plastikhülle außenrum wegmachen. Dafür gibt es sicher auch eine Option, die wahrscheinlich Gewalt heißt. Ich sehe schon, ich bin der perfekte Kunde für dieses Produkt. So, jetzt habe ich diese Knolle wieder rausgefahren hier. Ich klappe das jetzt so runter hier. Tue das hier so raus. Und jetzt pass auf, jetzt habe ich mir natürlich wieder nicht gemerkt, wie rum der Stempel war. Jetzt muss ich es nochmal versuchen. Also so rum. Also muss das jetzt so rum da drauf. Also muss das jetzt erstmal so rum da rein. So rum und dann so rum da drauf. Huch, Klicks hat es gemacht. Jetzt klicken wir es nochmal. So, damit es richtig zusammen ist. Oh. So, ging doch ganz einfach. Wofür habe ich diesen Stempel gekauft? Und genau in dieser Dimension. WDDA Assessment Papier. Dachorganisation. Bam! Der erste ist gestempelt worden. So, dann machen wir hier noch eine Unterschrift und machen das Ganze offiziell. Kann auch nochmal Stempel drüber machen. Machen die doch immer so. So, kleiner Stempel. Unterschrift. Die Sache ist geritzt. Offiziell. Das geht jetzt zur WDDA. Und alle anderen Formulare von den anderen Spielern habe ich nämlich auch schon. Teilweise. Die gehen da auch hin.
Es geht los, der Kader wird gemeldet.